Hallo Leute, ich wollte mit euch heute ein Hühnchen nähen. Hier im Jugendfreizeitheim Marschallstraße. Erst stelle ich die Materialien vor. Für das Hühnchen braucht man eine Nähmaschine. Die steht hier. Und dann ein bisschen Garn. Füllwatte. Dann den Stoff in verschiedenen Farben hier. Und dann die Augen. Dann die Nähnadel und dann die Pfeifenputzer für den Kamin und Schere und hier nochmal Stoff für den Schnabel und für den Kamm und Kleber und einen Stift. So. Okay, so, zuerst haben wir hier einen Kreis, den halten wir hier in der Mitte so zusammen und dann nähen wir hier und lassen hier eine Seite offen, wo die Füllwatte dann auch reinkommt. Also wir haben hier jetzt den Kreis, den habe ich auch schon mal erklärt. Dann wird hier der Kamm reingelegt, hier wird der Schnabel reingelegt, da werden die Beine reingelegt. Ups. So. So, ich drehe das Teil hier jetzt mal so um. Hier haben wir jetzt genäht. Und dann nehmen wir eine Schere und schneiden hier den Faden ab. So, jetzt haben wir hier das Teil und das krempeln wir hier so um. Hier so, wie ich das auch schon mal beim Kissen gemacht habe. Das kommt hier so durch. So, hier haben wir das jetzt so fast am Ende so umgekrempelt. Das muss noch genau hier, damit die Ecken auch rauskommen. Und tada, hier sehen wir schon einen Kamm. Hoch kommt noch hier raus. Ja, da ist er. Und hier die Beine hier und das ganze Hühnchen schon mal. So, jetzt haben wir das Hühnchen hier gefüllt und dann nähen wir es ja am Hinterteil hier so zu. So, bevor wir es nähen, müssen wir aber noch, ich gerade vergessen, dass den Schwanz hier so reinnähen. Hier müssen wir hier so reinstecken und dann auf der Nähmaschine hier sozusagen. Jetzt nähen wir das noch so zusammen. Ja. So, jetzt im letzten Schritt kleben wir hier die Wackelaugen drauf. Gerade eben habe ich schon eins draufgeklebt. Jetzt das noch draufkleben. Ah, auch nicht zu viel Kleber. So. So. Hier haben wir das Huhn mit beiden Wackelaugen. Das fertige Huhn. So. Diese beiden Hühner heißen Jennifer Adlerauge und Marie und sie gehen beide auf Reise und suchen ganz viele Würmer und erleben immer neue Erlebnisse. Für sie wird Erde hochgeholt nach den Würmern, sie kriegen Salat, haben ein schönes Leben. Ich werde ein Huhn, könnte schon ausruhen, da hätte ich viel zu tun. Ich lege jeden Tag ein Ei und manchmal sogar zwei.